Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold. Wir sind hier beim letzten Mal im Untergrund von Dukatsa City angekommen. Wir sind auf der Suche nach diesem Intendanten und ja, wir suchen den jetzt mal ein bisschen. Verlaufen? Erzähl es deiner Mama. Sobald du mir unter die Augen kommst, bist du nur noch eins. Mein Opfer. Ich mobbe dich jetzt. So, dann habe ich mal wieder ziemlich weiblich ausgesprochen, weil ich halt nicht wusste, ob das jetzt ein Kerl oder eine Frau ist. Und es ist ein Kerl. Warum müssen noch alle Rüpel rosa Haare haben? Seid ihr Musician oder was? Alter. Meine Güte. Durch Gott. So, der hat nur einen Radfratz, aber das ist schon ein bisschen knackig. Nicht. Ah, stimmt. Ich bin so behindert. Das hat ja keine Wirkung. Oh, Junge, Alter. Bist du irgendwie geistesgestört oder so? Meine Güte. Ja, ihr habt gerade eben auch gesehen. Silberhauch. Hat der 6 AP. Warum? Jetzt habt ihr vorher 5, aber wir haben ja das AP Plus eingesetzt und das sorgt dafür, meine lieben Freunde und Kinderchens, dass die AP von Silberhauch um 1 angestiegen ist. Du hältst dich wohl für ganz schön cool, was? Durch den Feen fließt wohl Eis, wenn du nicht vor Team Rocket ersetzt, Mann. Ja, so ist das. Öffnet sich eine Tür, schließt sich eine andere. Ob du den Weg findest, wird sich zeigen. Nein! Halt's Maul! Hör auf mich zu verwirren, Alter. Sonst hole ich gleich mal mein Pokémon raus. Ach stimmt, mach ich ja so schon. Ha! So, Level 23 Slimog. Alter, ist das euer Ernst, Mann? Könnt ihr nicht mal ein bisschen stärker werden? Aber ich denke, wenn die Pokémon zu stark geworden wären, hätten wir zu viele Erfahrungspunkte bekommen. Das geht auch nicht, ne? Klar. Muss man auch irgendwie verstehen, ne? Wir bekommen jetzt schon mehr als genug Erfahrungspunkte, um damit Level um Level zu füllen. Ihr seht das ja gerade, oder? Wir haben schon wieder Level up. Schon wieder. Es hört nicht auf. Ja, ja. Kann man mitleben. Ja, und es sind zwar meist so richtig kleine Piss-Pokémon wie Smogon, Zubat, Magnetilo, Pissetilo, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall viel zu viel Scheiße. Von dem man keine Erfahrungspunkte bekommt, aber die sind auch ziemlich low gelevelt, muss man sagen, ne? Ich meine, wir haben schon Glück, dass das Trainer sind und da dieser Trainerbonus noch dafür sorgt, dass wir Erfahrungspunkte bekommen, also, oder mehr Erfahrungspunkte bekommen, ne? Ach, du immer mit deinem Tiefschlag, warum bist du schneller als wir, Mann? Oh, ich bin immer noch so behindert. Oh, die ist ja blockiert. Oh, scheiß doch drauf, ey, Silberhauch, komm. Oh, Mann. Ich merke mir auch wirklich gar nichts, ne? Alter. Ich sollte mir vielleicht mal merken, dass es nichts bringt. Und ja, Angriff steigt, Verteidigung steigt, Initiative steigt, alles steigt. Sehr geil. Bringt es aber leider wenig, weil der Kampf schon vorbei ist. Ah, verflixt, Alter. Ja, geil. Weißt du, meine Werte steigen an und der Kampf ist vorbei. Geil. Hyperheiler! Da sind Schalter. Oh, mit Falltüren. Das Falltüren? Hallo. Gleich rumpelt's in der Kiste. Gib mir all deine Items. Was bist du denn, Alter? Bist du ein Mensch, Alter? Dieb! Ach. Hätte ich auch von selber drauf kommen können, dass das ein Dieb ist. Gib mir deine Items, sonst fick ich dich. Ganz ehrlich. Ist es euer Ernst? Meine Güte. Oh. Alles klar, sehr schön. Magma, okay, Alter. Wir haben ja kein Wasser-Pokémon. Ronja, schäm dich. Deswegen werde ich jetzt Lily rausholen und da ein bisschen mit Donner entgegensetzen, meine Freunde. Ja, ja. Meine Fresse, ich will einen Aquana haben, Mann. Ihr seht aber, ich krieg keinen Aquana. Ich darf keins haben. Verdammte Scheiße. Naja, ist auch egal. Level 39, sehr schön. Schon wieder Level Up, geil. Gut, da ja Exie und Lily jetzt ein bisschen bevorzugt werden, lasse ich die auch weiterhin bevorzugt, ja. Ja, da passt das, Alter. Ganz ehrlich, ein Psychstrahl in die Fresse, ne? Nee, ganz ehrlich, ich lasse jetzt erstmal Exu und vor allem Exu erstmal so auf Level 40, 41 trainieren, ne?
Und dann passt das, Alter. Jetzt hast du mich überrumpelt. Aber ganz ehrlich, Mann. Ey. Baoba. Hallo Kai, ich bin's, Baoba, der Wärter. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Ich habe mir deine nächste Prüfung überlegt. Die Einzelheiten erkläre ich dir dann vor Ort in der Safari-Zone. Nun, ich erwarte dich dort. Ja, ist jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt, Baoba. Weißt du selber, ne? Hast du gemerkt? Disco-Time. Okay, der grüne Schalter ist schon mal mega scheiße, weil der uns nichts bringt. Oder bringt er uns was? Nein. Das ist ebenso scheiße. Das hilft uns aber weiter. Ich glaube, der Knopf öffnet diese Tür, okay. Und man kann die Tür dann nicht mehr schließen. Oh nein. Ah, es ist sogar alles geöffnet. Fast alles. Was noch fehlt, ist da oben. Aber da kommen wir schon noch hin. Rauchball gefunden! Nur ich frage mich, warum dieser Typ da ganz alleine steht. Der hat wohl irgendeine wichtige Rolle, oder? Muss ja, oder? Hey, Sie haben den Bau abgebrochen. Noch ehe Sie fertig waren. Nun würde ich mich durch die Überreste... Noch ein Dieb und das ist Kalle mit einem Fukano. Ja gut, ich würde einfach mal sagen... Spukball. Ja. Kann auch das ein oder andere abziehen. Oh fuck, natürlich überlebt er das. Ich meine, diese kleine, aber feine Chance besteht ja, dass man, den One-Hitted mit so einer starken Spukball-Attacke, weißt du? Aber nein, 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 nein. Natürlich muss das mit einem Hützchen überleben, natürlich. Klar, ist auch logisch, ne? Ist egal, ist egal. Er hatte seinen Moment, ja? Er hatte seinen Berechtigungsmoment. Jetzt ist er dran. Und zwar mit einem Psychstrahl in die Fresse. So, aber Leute, ich will auf jeden Fall in diesem Part, will ich auf jeden Fall diese Scheiße mit dem Radioturm erledigt haben. Das kann doch nicht sein, dass wir Parts und Parts brauchen, Mann. Ohne Witz. Alter, reicht jetzt auch. So langsam mal. Padauts. Gut, ich würde sagen, bevor ich nach rechts übergehe, zu diesem einen anderen Rüpel, würde ich sagen, kämpfen wir erstmal mit dem anderen. Also der da quasi vor uns steht, ne, der hinter der Tür. Ihr wisst, welchen ich meine. Wenn nicht, dann... Scrollt ein bisschen zurück. Guckt euch das Video nochmal an. Der Typ da oben meine ich natürlich, ne? Klar. So. Nein. Aber so geht's, alles klar. Morgen. Ein recht einfaches Türrätsel, gar nicht so kompliziert. Mahaha. Jetzt siehst du alt aus, weil du den Türmechanismus nicht kennst, was? Wenn du mich besiegst, gebe ich dir einen Tipp. Ich kenne den Mechanismus. Ich hab's ja auch alleine geschafft, zu dir durchzukommen, du Idiot. Alter, ist der dumm. Ach. Außerdem habe ich die Tür da hinten schon entriegelt, Mann. Alter. Ist das dein Ernst? Bist du irgendwie ein bisschen scheiße oder so? Sag mal ehrlich. Bist du behindert oder so, Mann? Ich klatsche dich. Ja. Okay, und Slimog. Ja, geil. Das gibt wieder saftige Erfahrungspunkte, meine Freunde. Saftig, saftig. Was mache ich da? Bin dumm. Und Level 40 müsste das auch locker sein für... Exu, sehr schön. Ein schönes saftiges Level 40. Das kann sich doch sehen, das meine Freunde. Das ist auf jeden Fall sehr saftig. Aber dass es ein One-Hit wird, ist natürlich klar. War sowas von obvious. Aber ist egal. Ist egal. Ich hätte auch jetzt eigentlich einen Windstoß machen können, um halt ein AP vom Psystrahl ja, nicht zu verschwenden. Ne? Aber egal. Level 40 und 4 KP dazu. Wow. Geil. Käfer gebrummt. Was zum Fick? So, Käfer gebrummt. Stärke 90 ist speziell. Anwender schlägt mit Flügeln und erzeugt eine Schockwelle. Senkt eventuell gegnerische Spezialverteidigung. Ich würde sagen, wir machen Silberhauch weg. Ne, macht Sinn. Das macht sehr Sinn. Auch wenn ich sagen muss, dass mir der Effekt von Silberhauch sehr gefällt mit dem... Mit der Stat-Steigerung, aber es kommt mir leider viel zu selten vor. Deswegen das Käfergebrumm. Ah, ich hab's vermasselt, ey. Oh, ekelhaft. In Ordnung, hier mein Tipp. Achte auf die Farben der Knöpfe.
Jeder von ihnen öffnet die farblich passende Tür. Ja, danke schön. Das ist mir aber egal. Ganz ehrlich. Ich komme auch so durch, Mann. Ich brauche deine Scheißhilfe nicht, Mann. Verpiss dich. Hast du dich verirrt? Nein, das kann nicht sein. Es ist keine Angst in deinem Blick, aber das macht nichts. Ich bringe dir schon bei, was wahre Angst ist. Oh, dann mach mal bitte. Ich will mich fürchten. Ach so, das war eine Frau. Okay. Warum sagt mir das niemand? Okay. Jetzt haben wir Käfergebrumm am Start. Da war es etwas dumm, dass wir Silberhauch um eine AP bereichert haben. Ist ein bisschen dumm gewesen, aber komm. Ich konnte nicht wissen, dass wir noch eine stärkere Käferattacke lernen. Konnte ich ja nicht wissen. Aber ist egal. Ist egal. Passt schon. Zwei Duflure, die es leicht zu besiegen gibt, Alter. Sehr schön. So sieht das aus, Mann. So wird man das auch haben. So immer schön One-Hit mit einem Windstoß, immer so einen knackigen One-Hit, weißt du, so immer schön knackig, ne? Immer schön tief ins Loch rein, sag ich da immer, ne? Ist ja ganz klar. Passt. So, ich hoffe jetzt, dass hinter dieser Scheißtür dieser Scheiß-Typ lauert, Mann. Ohne Scheiß kann doch nicht wahr sein. So, Intendant, bist du da? Komm schon. Natürlich sind hier noch tausende Scheiß-Rüpel, Mann. Wollt ihr mich verarschen? Wie lange zieht ihr diese Scheiße? Also ich muss echt sagen, die ziehen dir diese Scheiße echt wie Kaugummi. Das ist echt unnötig. Und ich habe vergessen, mein Itemradar zu benutzen. Bin echt so dämlich. Oh Mann. Ich hab's vergessen, Leute. Es tut mir leid. Top gefunden! Da ist der Intendant. Er ist auf jeden Fall schon mal in diesem Raum, aber leider sind hier wieder tausende von Rüpeln. Leider. Na warte, bis hierher und nicht weiter, Mann. Okay? Alles klar. Ja gut, wir machen direkt mal Käfergebrumm, weil das ist unsere stärkste Attacke momentan. Ihr seht, Stärke 90 und noch unser krasser Spezialangriff und der Step. Das ist ein Käfergebrumm und das ist auf jeden Fall eine knackige Attacke, meine Freunde. Also das ist auf jeden Fall eine Stärke von 135, wenn ich mich nicht irre. So an sich. Plus noch das, was auf dem... Oder plus noch das, was vom Spezialangriff abgezogen oder erhöht wird, ne? Ist auf jeden Fall krass. Ich verstehe auch gar nicht, wie das funktioniert mit dem, wie das gewichtet wird mit dem Spezialangriff. Ich meine, wenn der Spezialangriff niedrig ist, und zwar sehr niedrig, ist auch dementsprechend die Attacke weniger abziehend, selbst wenn sie sehr stark ist. Ich denke eher, dass diese Werte, die da sind, diese Spezialangriffswerte, die dienen, glaube ich, eher als Multiplikator, oder? War das nicht so? Ist das nicht so? Dass sie eher als Multiplikator dienen? Doppelter gefunden! Ich denke nämlich schon, so dass man sagt, okay, bei einem Spezialangriff von 9 ist es so, dass es dann so und so viel oder so und so wenig abzieht. Hehehe, ich erinnere mich an dich. Du hast mich in unserer Basis vermöbelt. Und jetzt willst du noch eins auf die Rübe bekommen. Willst du echt noch eins rübergezogen bekommen, Mann? Ist es dein Ernst? Komm, bitte. Wir tun ihm den Gefallen. Wir tun ihm den Gefallen. So. Komm ran, du Bitch. Aber okay, Leute. Jetzt in diesem Part können wir es tatsächlich schaffen, diesen scheiß Intendanten zu befreien und eventuell den scheiß Radioturm abzuschließen, Mann. Es wird aber auch Zeit. Alter. Ich meine, klar, man möchte jetzt ein bisschen unsere Level pushen, ist ja natürlich ganz klar. Es ist natürlich nicht so aus dem Grunde, okay, man möchte uns jetzt damit auf den Sack gehen. Wobei es, glaube ich, schon hauptsächlich so ist, aber... Einer der weiteren Gründe und der weiteren Hauptgründe ist auf jeden Fall, dass man unsere Level ein bisschen weiter pushen möchte. Ihr seht das ja, ne? Hehe, irgendwann erwischt es alle. Ja, ich weiß. Jetzt können wir wegen diesem Bimbo außen rumlaufen. Dankeschön, fick dich doch. Ein Glück, da tauchen hier keine wilden Pokémon auf. Das wäre echt die Hölle, oder? Ach, guck mal an. Bin immer gefunden! Ja, geil. Hier gibt es aber echt viele Items, kann das sein? Naja, ist auch egal. Wie bist du so weit gekommen? Nun gut, es gibt wohl keine andere Lösung, um dich auszuschalten. Aha, und die wäre? Na, gegen dich zu kämpfen und zu verlieren. Das schaltet aber mich nicht aus, ne? Das schaltet dich aus, mein Freund. Oh,
Okay. Okay. Und wie geht das ausschalten? Ja, siehst du jetzt. Genauso passiert das, Mann. Hast du noch nie gekämpft oder sind dir die Smogons auf den Kopf gefallen, du Wichskopf? Ja, da ist er ruhig, ne? Oh Mann. Level 41, das geht ja echt schnell, Alter. Das geht richtig fix. Sehr schön. So, ich werde, glaube ich, nach diesem Kampf erstmal Exu auswechseln und ich denke mal erstmal Tonupto kommen lassen. Und ihn dann auch so auf Level 41 trainieren. Ich glaube, unsere Level sind sogar schon so weit, dass man sagen kann, sie sind Pokémon-Liga geeignet. Für diese Region jedenfalls, ne? Ich glaube, die Pokémon sind da auch so auf Level 44 bis 50. Du hast mich ausgeschaltet. Scheiße. Okay, Alter, das war scheiße, okay? Ja. Ich werde natürlich Ronja offscreen weiterleveln. Ist ja ganz klar. Aber wie gesagt, es lohnt sich jetzt noch nicht, sie zu trainieren. Ne? Ist so. So, da haben wir ein Item und zwar... Schleifrede gefunden! Was die wohl bringt? Wer bist du? Was? Du bist hier, um mich zu retten? Vielen, vielen Dank. Aber sag mal, was ist da bloß im Radioturm los? Was? Dort wimmelt es nur... Dort wimmelt es nur so von Team Rocket-Mitgliedern? Na gut, hier, nimm diesen Türöffner. Türöffner gefunden! Damit solltest du die Tür im zweiten Stock aufbekommen. Bitte, du weißt ja nicht, zu was sie mit dem Sender in ihrer Gewalt fähig sind. Wenn sie mit diesem seltsamen Signal auf Sendung gehen, können sie sogar Besitz von den Pokémon ergreifen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Du musst in den Radioturm. Nein, alle Pokémon dieser Welt retten. Was mit dir? Du bleibst hier stehen und chillst ab, oder was? Mann, Mann. Fauler Sack, Alter. Weißt du, wir können hier alles machen und der... Das ist ein Arschloch. Du bist ein Arschloch. Ich hoffe, das weißt du. So, auch ein Item. Münzamulett gefunden. Sehr schön, Alter. Ein Münzamulett. Es bringt uns eine Menge, weil es erhöht... Die Anzahl des gewonnenen Preisgeldes, je nachdem, oder, ja. Stellt euch mal vor, wir kämpfen jetzt gegen einen Trainer und haben das Münzamulett und geben es einem Pokémon, einem bestimmten Pokémon. Da oben ist ja noch ein Item. Und geben es irgendeinem bestimmten Pokémon. Ja? Dann ist das so, dass es beim getragenen Zustand mehr Geld regnet für uns. Feuerhalle gefunden! Kann es sein, dass es hier jeden Tag neue Items gibt? Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich diese Items schon mal aufgehoben habe. Obwohl... Nee! Stimmt ja gar nicht! Hier war ich ja gar nicht. Stimmt! Stimmt ja. So war das. Also genau. Ich war ja gar nicht drin. Ich habe ja den Spielstand nachgeholt und da war ich gar nicht hier unten. Deswegen holen wir das jetzt alles nochmal nach. Ist kein Problem. Ich komme da unten nicht hin. Ist egal, scheiß auf das Item. Es war bestimmt nur so ein, weiß ich nicht, ein Pokéball oder so. Irgendwas Unwichtiges. Wobei, vielleicht können wir jetzt mal da unten hingehen und schauen, was da so ist. So, komm. Gut zum Einschlag. Okay, war klar. Dass man wieder rein und rauskommen muss. Sehr schön, haben wir den Ether, den wir im letzten Part verschwendet haben, jetzt wieder reingeholt. Plus gemacht, wir haben Plus gemacht. Sehr schön. Alles klar, dann Leute. Jetzt geht's sofort auf in den Radioturm, Alter. Aber ich möchte zuerst ins Erdgeschosse. Von diesem scheiß Kaufhaus, die nicht mal Entwicklungssteine haben. Fickt euch doch. Oh Mann. Ihr seid echt arm. Und ich weiß, dass da ein Händler war, aber das ist mir gerade scheißegal. Es geht mir darum, ich heile meine Pokémon, gehe direkt gegen den Radioturm und ficke die Vorstände, Mann. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob Giovanni jetzt auf uns warten wird, ne? Also hier dieser, der Boss von Team Rocket, ne? Giovanni, kennt man vielleicht. Sollte man kennen. Ich weiß gar nicht, ob der auf uns wartet. Aber wir werden das schon noch sehen, meine lieben Freunde und Kinderchens. Ja. So, auf geht's, rein da. Mm.
Ach ja. Und ihr lässt uns schon in Ruhe und wir gehen hoch und ihr könnt uns gar nicht, diese Wichsköpfe. Ihr seid nämlich so dumm und könnt nicht heilen, ne? Tja. Schade für euch. So, dann stecken wir mal den Türöffner in den Schlitz rein. Und die Tür öffnet sich. Wer hätte das denn gedenkt? Wieso steht die Tür offen? Was geht dir vor? Hast du was damit zu tun? Nein. Kommst du da drauf? Bist du irgendwie ein bisschen behindert oder so? Oh. Idiot. Flammensturm, auf geht's. Ja, immer dieser schöne Flammensturm. Ich sollte eventuell den Flammensturm an die erste Position setzen, weil ich das sowieso vorrangig einsetzen werde, anstatt den das Flammenrad an erster Stelle zu haben. Das wäre ein bisschen schlauer, oder? Mache ich das im Kampf? Alles mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, meine Freunde. Weil es ist einfach nur nervig, dann jedes Mal zum Flammensturm rüber zu gehen. Man ist halt faul, ne? Ist halt so. Ich bin erledigt! Ja, das bist du. So. Dann wollen wir mal. Und zwar Flammensturm an die erste Position und der Schaufler an die dritte. Wobei der auch an die zweite kann. Ja. Da würde ich sagen, Käfergrumm auf die 2, Spukball auf die 3 und Windschuss als ganz letztes. Ich ordne es immer so nach Stärke, wisst ihr. Okay, weiter geht's. Bist du Lance? Ich hoffe es. Halt! Ach, dich kenne ich doch aus dem Fleckmalenbrunnen. Dort hast du auch schon mal unsere Pläne vereitelt. Ah, verstehe. Du legst es wohl darauf an, unseren Zorn zu provozieren? Nun gut, ganz wie du willst. Spüre die Rache eines Vorstandsmitglieds von Team Rocket. Da bin ich aber mal gespannt, Lance. Er hat einen Gollbart. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal interessant, weil ich Lilili nicht vorne habe. Und das wäre auf jeden Fall eine bessere Option gewesen, aber ist egal. Flammensturm, Alter. Wird, denke ich, doch auch mal one-hitten, oder? Nee, wird's nicht. Okay, dann nicht. Oh, Konfustrahl, du Bitch. Du Bitch. Da will mich wohl wieder verwirren, was? Hahaha. Na, dass ich nicht lache. Komm, triff, triff. Ah, natürlich, natürlich. Hör doch auf. Mach doch keinen Scheiß mit mir jetzt. Triff doch bitte einfach nur. Bitte triff. Komm. Jo, alles klar. Es geht wieder genauso los wie auch schon in Pokémon Schwarz und so weiter und so fort, ne? Geht genauso weiter wie auch vorher schon. Ja. Klar. Dreimal. Alles klar. Alles klar. Okay. Xer. Ist okay. Ist in Ordnung. Darf ich dann jetzt vielleicht mal wieder angreifen, du Wichsschädel? Oder wie sieht es aus? Hä? Wisst ihr, es ist nicht schwer. Der Kampf ist nicht schwer, es ist einfach nur nervig wegen dieser Scheiße, weil ich nicht angreifen darf, weißt du? Total nervige Scheiße ist das. Ich das hasse. Meine Fresse. Stirb doch einfach, Mann. Puh, die sind scheiß gefallen. Alter. Dankeschön, Level 39. Sehr schönes Level, sehr schön. Und Smogmog. Ja. Wir bleiben bei Trypto. Ja, wir bleiben da. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Dass du mich derart in die Enge treibst, hätte ich nicht gedacht. Ich frage mich gerade, ob Smogmog Schwebe hat, aber ich glaube schon. Deswegen Flammensturm. Ne? Bevor ich da zwei Züge verschwende wegen gar nichts. Weil ich glaube wirklich, dass Smogmog den Effekt Schwebe hat. Und das hat den folgenden Effekt, dass Bodenattacken vollkommen unnötig sind. Ne? Ja, verflixt und zugenäht, Mann. Und er reicht ganz einfach ein Flammenrad. Er hat ihn erheilt. Nein, tut er nicht. Alles klar. Er ist sehr schön. Ja, sehr gut, Alter. Dann hätten wir Lance besiegt. Ich hoffe, da kommt kein anderer Trainer mehr auf uns zu. Wäre nämlich sehr geil. So.
Ich hoffe, du bist der letzte Vorsitzende hier und auch der letzte Trainer, der gegen mich kämpfen will. Hyperball gefunden! So, was willst du irgendwas sagen? Irgendwelche letzten Worte so? Mich magst du besiegt haben, aber im Endeffekt ziehst du damit doch bloß den Zorn von Team Rocket auf dich. Warum habe ich gegähnt? Weiß ich nicht. Hallo. Bist du Giovanni? Ach nee, du bist Athena. Ach, ich kenne dich doch aus unserer Basis in Mahagonia City. Damals hast du mich besiegt, aber nun wirst du es nicht so einfach haben. Denn diesmal bist du ganz allein auf dich gestellt. Kinder wie dich schaffe ich mit Links. Ich rate dir, zieh dich warm an. Athena! Hey, bestimmt auch 6 Pokémon, oder? Nee, 3. Ein Arbok. Okay, da werde ich auf jeden Fall einen Schaufel einsetzen, meine Freunde und Kinderchens. Wobei, mal schauen. Wisst ihr, was noch geiler wäre, außer ein Schaufel? Ein Erdbeben wäre richtig geil. Angriff 75, Spezialangriff 98. Okay. Flammensturm, nach wie vor. Schaufler wäre zwar sehr effektiv, aber die Frage ist, ob es One-Hitten würde, ne? Ich glaube nicht, dass es One-Hitten würde. Hätte, glaube ich, genauso viel gezogen wie, Schaufler. Wie Flammensturm. Wovon rede ich gerade? Ich weiß es gar nicht. Egal. Bitte triff, Tornupto, bitte triff, bitte, bitte, ja! Geil! Sehr schön. So will ich das auch haben, meine Freunde. Yay! Ein Kramurx, okay. Lilili, dein Augenblick. Du kannst das. Ich weiß, dass du es kannst. Du musst nur ganz fest dran glauben. Go sei nass! So, Ladevorgang oder Ladestoß, Ladungsstoß. Meine Fresse, ich mache meine Attacken, ich kann die gar nicht auswendig. Ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll. So, was hat der zuletzt noch zu bieten, hä? Sag mal an. Giflor. Okay. Tornupto, raus! Ich weiß, du bist paralysiert, aber du musst es mir noch einmal beweisen, dass du es kannst. Giflor, Alter. Ein heftiges Giflor. Hey, was soll das denn werden, wenn's fertig ist? Oh, Lockduft, Alter. Das heißt, wir können nicht flüchten, ne? Oder beziehungsweise, ja, wir können nicht flüchten. Ich weiß zwar nicht, was es in einem Kampf bringt, wo man nicht flüchten kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass es folgendermaßen bringt, dass man nicht auswechseln kann. Eventuell. Ist das der Sinn dahinter? Ich glaube schon. Na, ist doch egal. Das war's auf jeden Fall für Athena. Und das müsste saftig viel KP geben. Oh, geht, 11 Stück. Hab schon mal mehr gesehen. Egal, Athena ist besiegt. Ich habe doch 100% gegeben. Wieso hat das nicht geklappt? Es tut einem in der Seele weh, zu sehen, wie jemand so viel Talent hat und es nicht für Übeltaten einsetzt. Leute wie du werden es wohl niemals begreifen, was Team Rocket so großartig macht. Zu schade auch, deine Stärke hat mir imponiert. Aha. Ist mir egal. So. Dies ist der Aufzug des Radioturms von Dukata City. Nächster halt die Aussichtsplattform. Aha. Wartet da etwa Giovanni auf uns? Weißt du das etwa? Tunup, du gibst dein Bestes, um mit dir mitzuhalten. Das machst du sehr schön. Da ist ein Vorstand, aber Leute, ich würde sagen, der Part ist lang, Alter. Ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal den Part. Im nächsten Part kämpfen wir gegen diesen Typen in Blau da hinten. Ne? Von daher gesehen würde ich sagen, das war's für den Part. Macht's gut, wir sehen uns. Haut rein, ciao.